Also, wir sind in Kapitel 5. Es wäre natürlich jetzt erstmal gut, wenn wir mal Munition finden würden für unser Gewehr. So, erstmal schnell hier rüberkommen. Ja, ich habe es doch eingesammelt, oder nicht? Oh, jetzt dauert es auch noch. Ach so, schaut mal an, Alter. Das dauert so lange, bis wir das hier einnehmen. Also, das spiele ich, glaube ich, lieber ohne Nachtsicht. Ich brauche noch Energie. Wo schießt denn der? Ja, wo ist der? Also die schießen zwar nicht auf euch, aber die bleiben genau vor euch stehen. Jetzt, Alter, jetzt kommen Zombies oder was? Ist der jetzt tot? Ja, schaut so aus. Die sind nervig hier. Jetzt wartet, ne? Die kommen jetzt dann hier noch. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht. Schnell weg hier. Energie muss ich leider behalten. Ich kann nicht hier rein ins Portal. Ist jede Menge. So, komm her zu mir. Komm her. Ich hoffe auch, was hilfreich ist für uns dabei. Oh, MP7. Also ihr seht schon, wir bräuchten auf jeden Fall noch die Drittwaffe. Weil MP7 haben wir voll. Die Munition, aber keine Waffe. Aber wir können uns ja nicht dauerhaft unsichtbar machen. Komm, nimm das Ding ein. Schauen, dass wir hier wegkommen. Oh, shit. Ja, wenn ihr natürlich in die Viecher reinrammt, dann fliegt eure Deckung ja auch auf. Scheiße, ja. Oh, Gesundheit gleich am Arsch. Da mal, den müssen wir aber trotzdem zerstören. Ah, wir haben halt keine hochexplosive Munition mehr für die. Und vor allem wird unsere Munition fast knapp. Schaut mal an, jetzt haben wir nur noch 79 Schuss für die. Oh, leck. Die gehen aber auch nicht gleich drauf hier.
das für ein Ding? Oh. Dass denn jetzt hier auch nur Zombies kommen? Okay, die Munition ist wieder voll. Schnell hier erstmal hier rüber. Weit, oh shit, weit von diesen Zombies weg. Warte mal, was haben wir da? Die verfolgen mich jetzt tatsächlich. Oh, nice. Munition, Munition. Haben wir jetzt Explosiv auch bekommen? Nein, wir haben keine Explosivmunition. Bleiben wir schon mal bei dem Visier hier. Da, schaut mal an, die Zombies kommen immer noch. Ich hab gedacht, die geben irgendwann einmal auf. Oh, hier passe ich nicht durch. Nein, MP7. Achso, warte mal. Doch, wir können die Drittwaffe nehmen. Perfekt. Ey, ich will nicht switchen, ich will die Waffe mitnehmen. Yes. Perfekt, weil die werden wir immer mal brauchen. Wobei dieses Gewehr auch verdammt geil ist. Komm, nimm das Scheißding ein. Boah, schaut mal, wie viele Leute hier spawnen. Okay, so schnell wie möglich weg. Das wird schon. So, jetzt warte mal, kurze Übersicht. 300. 188. Da ich schon gesagt, komm, nehmen wir erstmal hier alles weg. Von da hinten anfangen und dann nach vorne gehen. P90, reicht uns eine? Die hat ja auch nicht so viel Munition, muss man dazu sagen. So. Och nö. Der kommt da. Jetzt warte mal, wir könnten aber in die P90 reingehen. Ah, reicht uns die Energie? Das wird eng. Schnell. Wir haben nur noch 10. Oh, 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 das reicht uns nicht. Nein. Oh, und Zombies auch schon wieder. Alter, wie viel... Genau. Fußsoldaten auch noch. Nicht mit mir. Hey. Der ging doch gerade schon drauf, oder nicht?
Aber das Gute ist schon mal, wenn ihr jetzt seht, von dieser MP7 kriegen wir eh genug Munition. Also können wir erstmal die in Ruhe verschießen. So, jetzt reicht's mal aber. Schauen wir, dass wir hier wegkommen. Ah, sind schon wieder welche gespawnt. Scheiße. Oh, Energie ist hier. Das sind die Zombies. Und vor allem, wieso kommt der auf einmal genau vor einem? Also erzähl doch mal, wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit schon geballert. Ey. Aber wie viel die einstecken können. Ey, wir sind jetzt wie in einem Wespennest hier drin. Ja, ich weiß, XP. Müssen wir mal die ganzen Zombies hier wegkriegen. Ja, jetzt haben wir es, schaut hin. Ne, da ist noch einer. Ja, wo kommen die denn alle her? Ich glaube, wir müssten trotzdem mal ein bisschen hier mit Slow Motion spielen. Sehen die mich so auch? Ne. Hey, der darf mich nur nicht berühren hier. Komm. Da ist Energie. Ich glaube mal, wasch mal die scheiß Vieh hierher, komm. Oh mein Gott, das hasse ich ja. Ja, vor allem tauchen die aber überall auf. Warte mal, Energie. Ne, gleich mitnehmen. Jetzt haben wir schon genug gesammelt, aber das sind immer noch 2 Stück. Ist ja Wahnsinn. Oh, und der ist genau hier. Haben wir irgendwo noch Energie? Warte mal, wir haben auf jeden Fall noch XP. Distance Energy. Jetzt machen wir das hier und Gesundheit ein bisschen dazu. Ja. Oh, Energie, perfekt. Oh, nachladen, ey. Bleibt da. Ja,
Ja, aber ich glaube, für die Waffe habe ich noch nie viel Munition gesehen. Das wäre natürlich schon was. Okay, und dann haben wir eins noch. Müssten wir hinbekommen hier. Komm, 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 komm. So, jetzt schnell hier weg. Wir brauchen unsere Energie. Ja, man soll natürlich nicht das Feuer laufen. Aber ich finde ganz ehrlich, die haben ein bisschen zu viele Gegner hier ins Spiel mit eingebracht. Warte mal, wer schießt denn hier auf mich? Wo ist denn das Ding? Da. So, hier haben wir das Letzte. Geh von mir weg. Komm, komm, komm. Na Gott sei Dank. Hammer. Aber wir hätten jetzt eigentlich hier noch hinkommen müssen, oder nicht, oder? Ah, Leaf's Area. Warte mal, da ist Ding. Energie. 380 Meter. Das passt. Warte mal, jetzt sparen wir mal unsere Energie. Da sind schon wieder Zombies. Ah, wir kommen hin, keine Angst, wir kommen hin. Oh, renn, renn, renn. Oh, Gott sei Dank. Hey, wir sind Kapitel 6. Also, wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Es kann ja sein, dass jetzt manche Kapitel noch extrem lang werden. Habt ihr ja gesehen, das war nicht so mal gerade mal alles einsammeln, da war eins durch. Bei manch anderen Kapiteln müsst ihr schon ein bisschen mehr spielen. Tell me and collect all the map pieces along the way. Okay. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Über einen Kilometer entfernt. Wie schaut es mit der Munition aus? Da sind wir voll. Ich denke, Explosivmunition haben wir keine. Oh doch, haben wir 40 Schuss gefunden. Also die werden wir uns jetzt wirklich aufheben. Wir werden jetzt töten. Mit was? Mit den normalen Waffen, was geht? Explosivmunition wirklich nur noch im Notfall. Sicher ist sicher. Okay, Leute. Kapitel 6 werden wir in der nächsten Folge spielen. Ich werde jetzt hier mal schnell speichern. Und dann wünsche ich euch schon einen schönen Tag und hoffe bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss. Tell me that you love